In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog. Heute ist der große Tag. Ne, Schatzi? Ja, wir haben die komplette Wohnung sauber gemacht und der Herr hat mir sehr viel geholfen, sehr viel. Die armen Zuschauer, die denken, das wird für 100 Jahre, kommen nie wieder. Nicht mal jemand, der 50.000 für den Urlaub zahlt, freut sich so sehr, aber wir haben das wirklich verdient, ne? Tja. Weil vorletztes Jahr, das war kein Urlaub. Also wenn du zu deiner Familie fliegst, finde ich, das ist kein Urlaub. Oh, der macht jetzt gerade Essen. Wir haben übrigens hier die türkische Pizza rausgeholt. Wir wollten das eigentlich mitnehmen, aber machen wir jetzt doch nicht. So, dann haben wir hier Zwiebeln, grüne Peperoni, Knoblauchwurst, Tomaten. Und die Wohnung riecht voll gut, ne? Ja, normal. Wir haben nie die Ecke sauber gemacht. Aber guck mal, wenn du jetzt ins Wohnzimmer gehst. Wieder auseinander. Ja, Lina hat ihre ganzen Logos auf den Boden geschmissen. Die Koffer sind auf. Die kann ich selber. Und ja. Wir mussten auch ein bisschen aufräumen, weil wir haben euch schon gesagt, oh, das ist fein. Kommt hin. Sorry. Ja. Jetzt essen wir gleich und danach legen wir uns für 2-3 Stunden hin, weil ich habe gerade unsere Ansprechpartnerin angerufen wegen dem Hotel und wir dürfen erst ab 14 Uhr rein und wir landen schon um 8.15 Uhr. Ja, das ist gut. Deswegen wollen wir uns ein bisschen hinlegen, damit wir ein bisschen fitter sind. Fitter, so? Fitter. So, wir sitzen jetzt hier im Koffer und packen jetzt nochmal aus. Also besser gesagt, wir nehmen das mit, was wir jetzt brauchen. Und das, was fehlt, packen wir dann halt noch mit ein. Ne, Schnucki-Bubi? Hm. Oh. Alter, was war das, Schnucki-Bubi? Lina schläft übrigens. Sie hat so viel geweint. Jetzt schläft sie. Sie hat sich so warm ekelhaft. Ja. Ich würde auch weinen. Bitte wein, Schatz. So, wir haben jetzt alles gepackt. Unsere Haarbürsten, Haargummis. Achso, Schminke, Schatz. Schminke muss ich ja gleich noch reintun. Hä? Muss andersrum? Ich hasse das, ja. Ja, genau so. Genau, mein Schminke muss ich gleich noch irgendwie reinquetschen. Und hier ist der andere Koffer, da wo unsere ganzen Schwimmsachen und so drin sind. Da kommt auch das hier rein. So ihr Lieben, wir haben jetzt mittlerweile 20:11 Uhr. Also wir haben noch 4,5 Stunden. Ich habe jetzt geduscht, habe mir irgendein Kleid angezogen. Ich habe mich noch nicht richtig angezogen, weil wir gehen jetzt ein Eis essen bei McDonald's. Lina ist auch gerade erst wach geworden, ist aber gut, weil ich wollte, dass sie mitbekommt, wie wir mit dem Flugzeug fliegen. Und dann kann sie ruhig einschlafen im Flugzeug oder spielen oder malen. Ja, das freut mich auf jeden Fall. Sie hat 3 Stunden geschlafen. Ich habe auch 1 Stunde geschlafen, dann 1/2 Stunde. Hakan war hier. Aber wenn sie jetzt duschen, wir warten auf den und dann gehen wir auch raus. Lina, gehen wir zu McDonald's? Ja. Ja. Die macht man übrigens momentan so. Mach mal so. Genau. Und sonst alles gepackt. Ich habe für Lina vergessen, Zahnpasta einzupacken, aber das kaufen wir dann dort vor Ort, weil wir haben ja eh 4-5 Stunden Zeit, bis wir ins Hotel können. Voll scheiße eigentlich, ne? Ich finde das voll scheiße, dass man so spät ins Hotel darf erst. Vor allem, wenn die Flüge nur nachts sind. Naja, egal. So ist das Leben halt. Ich nehme euch auf jeden Fall komplett mit. Die Anreise, die Ankunft. Ja, Baby! Ja. So, wir sitzen jetzt im Auto und gehen Eis essen. Nina, freust du dich? Yeah.
Hi. Oh, du hast unsere Kopf demoliert. Nein, ja. Ich sag, freust du dich auf McDonald's, nicht auf so. Auf so. Willst du die Kamera? Ist voll warm, ne? Hey, du die durch. Du hast. Ich liebe das, wenn ihr redet, ne? Bye. Baba. Baba, tschüss. Ja, Baba. Schatz, ich nehme dieses Akku. Ja, wir gehen mit Lina jetzt was essen. Tschüss. So, wir fliegen. Lina, was willst du essen? Mama, tschüss. Viel Zeit haben wir nicht. Nee. Tschüss. Du hast mir jetzt nicht. Willst du nicht? Oh nein. Tschüss. So, ihr Lieben, wir haben uns jetzt fertig gemacht. Warten auf unseren Taxi. Lina ist auch schon halb angezogen. Achso, ich muss ihre Schuhe noch einpacken. Ja, sie darf jetzt auch wach bleiben. Sie ist nämlich erst um 20 Uhr aufgewacht. Ich will auch, dass sie das mitbekommt mit dem Flugzeug. Die Koffer stehen schon da. Und ja. Willst du was erzählen? Ja, Papa. Sag, wir gehen jetzt zum Flughafen. Papa. Habe ich eine. Da bin ich. Anne. Anne. Gib Chef dir. Nein, nein, ich meine nicht dich, ich meine Baba. Baba. Ich kann aber gut auflesen. Hi. Nee, gib nicht einen Schutz. Hi. Du bist zu dem. Gib mir. Mir passt das perfekt. Du. Hey, die gibt eiskalte Kamera einen Kuss. Aber wenn wir sagen, küss Oma oder Opa, okay. So, ihr Lieben, wir warten jetzt hier am Flughafen. Lina ist mit ihrer Knete beschäftigt und sie schläft immer noch nicht. Lina, was machst du da? Orange color, orange color, where are you? Keine Ahnung. Here I am. Also ich kann das nur empfehlen, Leute. Wenn ihr in den Urlaub fliegt, wir können jetzt in Ruhe sitzen. Aha. Orange color, where are you? Übrigens hat unser Flug Verspätung um eine Stunde. So, die zwei sind beschäftigt mit Knete. Was die zwei jetzt? Ich muss mich beschäftigen. Ja, die zwei. Jetzt dürfen wir einsteigen. Ja, guck mal, die stehen auf. Dann sollen wir uns da hinsetzen? Oder sollen wir erstmal hier bleiben? So. Ja, Mama. Wohin? Genau, wir warten jetzt und dann fliegen wir gleich los. So, ihr Lieben, wir sitzen jetzt im Flugzeug. Warten wir, ob wir losfliegen können. Ja, wir fliegen jetzt gleich auf jeden Fall los. Melden wir uns dann später. Schauen wir uns
reden. So, hier in Türkei gibt es keine Kinder, das Papa ist Kinder, das ist sondern die Mama. Na? Du hast uns heute echt genervt, Lena. Die Arme werden geschmerzt. Oh, jo, 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 jo. Hi, ihr Lieben, ich weiß gar nicht, wann ich mich das letzte Mal gemeldet habe. Wir sind jetzt mittlerweile angekommen, also es ist jetzt mittlerweile schon seit Stunden. Wir sind auch direkt aufs Zimmer und haben uns hingelegt. Ich wollte euch eigentlich das Zimmer zeigen, ist ein bisschen unordentlich. Ein bisschen. Ein bisschen. Nach zwei Stunden kann ich direkt rum. Also man kommt hier rein, dann muss man so eine Karte hier reinstecken, damit man Strom hat. Dann kommt man hier ins Zeig mir, wartet ihr wirklich? Wartet mal, ups. Ja, wir haben gerade geduscht alle. Hier haben wir dann Shampoos und so. Ein Föhn. Wofür hat man ein Telefon im Badezimmer? Und hier hinten ist die Dusche. Das muss ich jetzt nicht zeigen. Ja, Moment. Dann kommt ihr hier rein. Lena, mach mal das Handy aus, bitte. Wegen der Musik. So, dann haben wir hier ein Nachtschränkchen. Hier ist ein Bett. Da ist Lenas Bett. Dann haben wir hier einen großen Spiegel mit Fernsehen. Also auf jeden Fall. Also wir sind wirklich sehr, sehr überrascht, weil wir haben einige schlechte Kommentare gelesen im Internet, dass es hier angeblich Schimmel und so gibt. Aber hier ist nichts. Dann haben wir hier einen Schrank. Ja, also unser Zimmer ist sehr, sehr sauber. Wir haben hier sogar ein extra Kissen. Dann haben wir hier unseren Safe, Klamotten. Ist so, das einzige Doofe ist, dass halt nicht alles reinpasst, aber ist ja nicht schlimm. Und da haben wir unseren Balkon. Das kann ich euch auch mal kurz zeigen. Wir waren auch schon planschen. Wir haben direkt gefrühstückt. Wir durften vorher rein. Eigentlich durften wir ja nicht, aber ich glaube, dieses Zimmer ist halt frei geworden. Ja, und das ist unser Balkon. Da hängt jetzt Wäsche. Ja. Aber hier chillen wir eh nicht. Schatz, wir dürfen auf keinen Fall die Tür hier vergessen. Ne? Genau. Wir gehen jetzt, wie gesagt, essen. Und danach wollten wir später noch etwas in die Stadt oder sowas in so ein City Center. Ich überlege gerade, ob ich mein Outfit. Ich habe das einfach angezogen. Oh, meine Brille nervt so. Und wir haben gerade auch geduscht, habe ich erzählt, ne? So ist das nicht besser. So. Übrigens gibt es heute Burger mit Pommes. Aber auf Burger haben wir keine Lust, ne? Aber es gibt, glaube ich, auch noch andere Sachen, weil draußen ist voll das Buffet aufgestellt worden. Schatz, warum nimmst du das mit? Soll ich nicht, ne? Für? Ich weiß nicht, ja. So, ihr Lieben, wir sind jetzt im Einkaufszentrum. Wie ist das? Terra City? Und ich spaziere ein bisschen, bis das Abendbrot vorbereitet wird. Was willst du denn? Komm, wir gehen mal hoch, Lina. Sollen wir hoch? Und jetzt werden wir kommen. Komm mal. So, ihr Lieben, wir sind jetzt in so einem. Also, wir sind ja im City Center sozusagen. Und hier gibt es so ein geiles Spieleparadies. Hier, Audel und Lina sitzen gerade in einem Auto und da kann man so eine Karte ausfüllen. Wir haben jetzt 70 Teller drauf. Und dann kann sie hier auf die ganzen Spielzeuge drauf. Hier gibt es wirklich alles Mögliche. Richtig schön. Sowas muss es auch in Deutschland geben. Definitiv. Ne? Ah, die kommt jetzt. Das ist schon gesagt. Egal, spiel du. Wow. Ups. Krass. Das Auto bewegt sich sogar. Aha. Wie geil! Auch ein geiles Spiel, Leute. Einfach werfen. Das ist der Rest. Richtig schön, oder? Sehr, sehr schön. Oh. Nice!
So, ihr Lieben, wir sitzen jetzt hier am Restaurant. Moment. Okay, aber der wollte kurz ein Foto machen. Genau, wir sitzen am Restaurant, wir warten auf das Essen. Leute, heute gibt es türkisches Essen und das sieht so lecker aus. Ich mag eigentlich kein Adana, ne? Aber ich glaube, heute esse ich eins. Also die Tische sind alle so dekoriert gerade draußen. Und das ist unser Buffet. Also einmal hier draußen, da sieht man den Dönerstand. Und da Adana, da. Und drinnen ist auch das Buffet. Seht ihr das? Da. Es geht komplett weiter bis da hinten hin. Und Schatz, freust du dich? Eigentlich wollten wir ja draußen essen, ne? Aber als man uns gesagt hat, heute gibt's ich komme nicht mehr nach Deutschland. So ein langweiliger Land. Ja. Nee, du nicht mehr. Nee, ich bin Lokma. Lokma. Schon gesehen, du ja. Nee, wir laufen nicht. Da hat es nicht schon gesehen. Komm mal, Mensch. Nimm die Schicke, die haben wir. Komm mal. Wo sind wir, die Regierung, du drüber? Oh, das ist mein Lieblingsessen. Yani. So Leute, ich schwöre, ich habe gerade wie ein Haiwan Adana gegessen. Ich habe noch nie so viel Adana gegessen wie heute. Und es regnet. Und es regnet jetzt. Wir gehen einfach ins Zimmer. Gleich, wenn es aufgehört hat, dann gehen wir einfach. Wo gehen wir hin? Shisha rauchen. Also, ich gehe Shisha rauchen. Ey, sind das echte Bäume? Nee, oder? Orangenbäume? Und hier ist auch ein Shisha, aber sieht nicht so krass aus. Deswegen, wir gehen auf jeden Fall woanders. Wir nehmen euch auf jeden Fall mit.